Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Das Ork-Imperium hat sich ausgedehnt, hat auch schon wieder den nächsten Krieg begonnen. Wir führen endlich mal Krieg in die Uhren Voss so ein bisschen und sind gerade dabei, ihr Heimatsystem einzunehmen. Wir haben hier schon eine Flotte vernichtet, ihre Infrastruktur zu größten Teilen, werden jetzt noch diese Forschungsstationen hier vernichten und dann diesen Planeten bombardieren. Inzwischen haben wir festgestellt, dass wir relativ wenige Fraktionen haben und die auch fast alle ziemlich unattraktiv sind. Ne? Die sind noch ein bisschen attraktiver. Die werde ich mal direkt unterdrücken irgendwie. Aber hier so 15-20er Werte, ne? Das ist alles nicht so wild auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, dass System Survey wir complete. Die vielleicht unter Kontrolle kriegen, die Fraktionen. Insofern, dass das tatsächlich mal weniger werden. Oh, guck mal, hier unten haben die Aurelium. Garantium ist es. Okay. Cool. Haben wir eigentlich irgendwelche Ressourcen hier erobert? Ja, wir haben hier irgend so ein Gas erobert gehabt, ne? Wo ist denn das? Ah, hier. Engosdampf. Die Bewohnbarkeit, ne, für alle Welten um 5% nochmal erhöht. Was ganz cool ist, ansonsten konnten wir denen hier unten gar keine Ressourcen klauen, weil sie einfach keine hatten hier. Schade. Hier unten haben wir uns jetzt ganz schön ausgedehnt. Haben den, wir sind jetzt die Eumenides, ja genau, die High Fleet. Den haben wir hier ein paar Systeme noch weggenommen irgendwie, dadurch, dass wir Figisar auch hier besiedeln gerade. Construction complete. So, da haben wir ein Konstruktionsschiff, das gerade fertig ist. Das kann dann nach Hause fliegen. Wir haben hier nichts weiter zu tun. Ich check gerade nochmal unsere Grenzen, ob da irgendwo ein System noch reingerutscht ist. Das gehört noch nicht uns. Dass wir jetzt irgendwie hier bebauen können, müssen, sollten. Ja, es geht dann nachher hier oben weiter auf jeden Fall. Aber im Moment... Nee, im Moment haben wir hier noch nichts, ne? Ja, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht dieses System pushen, ne? Sonst greifen die uns an. Deswegen bauen wir jetzt auch demnächst Schlachtschiffe auf jeden Fall, damit wir dann den nächsten Krieg gegen die Rektalar gewinnen können auf jeden Fall, weil ich keinen Bock habe, dass sie ständig stressen. So, nee, dann muss dieses Konstruktionsschiff hier erstmal heimfliegen. Ja, meinetwegen auch bis nach YouTube, ist vollkommen in Ordnung. Also, und deswegen wollte ich auch diesen Krieg hier so ein bisschen begrenzt haben, weil ich halt schon glaube, dass die Rektalar demnächst Stress machen werden wieder. Wir haben jetzt zwar erstmal Waffenstillstand, aber die müssen wir wirklich nutzen, um Schlachtschiffe zu bauen. Ah, apropos Station Schlachtschiffe. Seht ihr, Jungs, apropos Schlachtschiffe. Ja, updated. Wo ist denn hier Station Under Attack? Was ist hier los? Achso, wir haben die gegnerische Station angegriffen, das war's. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja genau, ich wollte euch nämlich im Schiffsdesigner, ne, unsere niegelnagelneuen Schlachtschiffe zeigen. So sehen die aus. Ui. Ja, und ihr seht oben schön Türme drauf und das sind alles Railguns. Größe L. Mal gucken, da kriegen wir irgendwann vielleicht noch echte Batterien, ne? Hätten wir ja schon erforschen können. Ich habe stattdessen erstmal die Schlachtschiff-Werft genommen. Schwierig, dieses Wort. Ein paar Schilde habe ich angebaut, weil ich einfach noch 87 Energie über hatte. Ne? So ein Schild kostet 40. Ne? Habe ich einfach zwei von eingebaut. Den Rest Panzerung, Schadensreduktion 84%. Ich glaube, bei 90 ist die Grenze tatsächlich. Und... ja, hier noch so ein regeneratives Rumpfgewebe halten, Nachbrenner, weil ich den Slot noch frei hatte und der Rest mit Energie, ne, Scanner, alles. Und das Ding soll auf Distanz bleiben und auf jeden Fall alles niederschießen, was in Waffenreichweite ist. Alienschrift, okay, jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Cirban 1a gebrannt. Ne, das ist da im südlichen Teil der Galaxie, nenne ich einfach mal so. Wo wir gerade forschen, hier drüben müsste das sein, genau. Ne, das poppt mal. Ach, Cirban ist, ah nein, Quatsch, das ist hier, wo die Festung war.
Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre vom Mond. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die vom Leben eines Alien-Söldners handelt. Oh, faszinierend. Colony established. So, und jetzt haben wir in Figisa unsere Kolonie gebaut. Und haben zu viele Koloniesysteme, klar, Kontakt hergestellt. Die Kurator Lambda Enclave. Okay, da müssen wir mal gucken. Seid gegrüßt, Sternreisende. Wir sind die Kuratoren. Unser uralter Orden wurde vor Äonen von verschiedenen galaktischen Mächten gegründet, die damals an die Macht strebten. Wir widmeten uns der Bewahrung allen Wissens um die Galaxie vor dem Fall in ein weiteres dunkles Zeitalter voller Massenaussterben und Barbarei zu schützen. Wir sind gescheitert. Heute gibt es nur noch wenige von uns, aber wir gehen unserer heiligen Mission mit derselben Leidenschaft wie unsere Vorfahren nach. Wir sind gewillt, einen Teil unseres Wissens mit euch zu teilen für einen gewissen Preis. Ein wahrlich gutes Treffen, würde ich mal sagen. Das gehört auch zum Leviathan Stories, heißt es, glaube ich, DLC. Ja, wo wohnen denn die Kuratoren hier? Das muss er dann... Wie nehme ich jetzt Kontakt zu denen auf? Haben die ihr eigenes kleines Reich oder nicht? Oder... Vielleicht nicht, da müssten die aber mit so einem Spezialsymbol markiert sein. Wir hatten ja hier auch dieses, wo sind die hin? So ein Festungssymbol, ne? Da waren noch irgendwelche Händler hier irgendwo. Ah, hier drüben. Die Merchant Guild hier irgendwie. Mit denen können wir hier so Kontakt aufnehmen. Und die Kuratoren haben dann wahrscheinlich... ein ähnliches Symbol, das ich jetzt natürlich suchen muss. Wenn ich... Ah, hier. Ah, das könnten sie sein. Guck mal rein. Ja, das sind sie. Wir sind am Erwerb neuer Sternkarten interessiert. Könnt ihr uns bei unserer Forschung unterstützen? Oh, das wäre cool. Erzählt uns über die Mysterien des Universums. In bestimmten Sternsystemen in unserer Galaxie lauern immer mächtigere Wesen. Mit großen Verlusten an Leben und Ressourcen haben Kurator-Agenten akribisch Wissen zusammengetragen, das euch den Umgang mit diesem Wesen bei eurem nächsten Aufeinandertreffen einfacher machen sollte. Okay, dann haben wir hier den dimensionalen Schrecken und erzählt uns was, was wir noch nicht wissen. Und das Gespenst, okay. Wir geben mal ein paar Energiecredits aus, ne? Unser Speicher ist voll. Situation Log updated. Das könnte euch interessieren. Wir haben ein Sternsystem in eurem Situationsprotokoll vermerkt. Okay. Was können wir dann bei denen noch? Vielleicht könnt ihr uns bei der Forschung unterstützen. 5000 Energie. Ho. Das gibt uns allerdings einen ganz guten Bonus. Für 10 Jahre. Natürlich, wir sind bereit, euch über 10 Standardjahre eingeschränkten Zugriff auf unsere extensiven Datenbanken zu geben. Dies sollte für Forschungsbemühungen eurer Wissenschaft einen deutlichen Schub bedeuten. Ja, vielleicht. Diese Dienstleistung können wir natürlich nicht kostenlos anbieten, aber ich glaube, ihr werdet unseren Preis äußerst günstig finden. Ja, 5000 Energie ist schon heftig, aber ich hätte das wirklich gerne. So, und jetzt sind wir hier im... Warum sind wir jetzt plötzlich ins Negative gerutscht? Das eben waren wir noch 20 im Plus und nur weil ich jetzt dieses Abkommen hier geschlossen habe, sind wir jetzt plötzlich im Minus? Warum? Weil die Sektoren schon wieder plötzlich weniger produzieren durch irgendwas. Ja, irgendwie... Das gibt gerade keinen Sinn für mich. So, wir wollten uns auf Filisa Prime umsehen, eine wunderbare Wüstenwelt, wo sich die Orks ziemlich heimisch fühlen. Wir müssten auch, genau, in 12 Monaten haben wir Forschung fertig, das gibt uns nochmal 5%. Weitere 5% holen wir uns einfach durch so eine Kolonie. Ach, und jetzt haben die das hier schon, ja, haben die schon. Das ist ja krass. Die haben das schon terraformt jetzt irgendwie beim Landen. Das scheint irgendwie so ein Special von uns zu sein. So, ich baue mal so ein Symbol der Einigkeit. Dann werde ich hier drüben direkt
eine wunderbare Grenzklinik bauen. Die erhöht uns nämlich die Bewohnbarkeit um 90%. Hier oben bauen wir den Jungs eine Arena. Können wir noch nicht bauen. Damit. Okay, sonst können wir tatsächlich nichts bauen. So, und dann reißen wir das Ding hier ab. Abreißen, ja. Und bauen hier eine neue hin. So. Und damit können wir den Planeten dann in die Unabhängigkeit entlassen, würde ich sagen. Ja, den setzen wir einfach hier so hin. So, beziehungsweise wir entlassen den Planeten natürlich nicht direkt in die Unabhängigkeit. Vielleicht hätte ich den erst die Nahrung und dann ist egal. Nicht direkt in die Unabhängigkeit, sondern schließen den hier an den Gitoff-Sektor an. So, einmal Sektor verwalten. Okay. Bin ich am falschen Sektor? Ach ja, das ist Gargoyle's Dorf. Okay, alles klar. So, Sektor verwalten. Figisa bekommt ihr mit rein. Und dann machen wir hier einfach zu. So, dann geht es den Jungs da hoffentlich gut. Ne, drei Sektoren haben wir im Moment. Einen großen hier oben, einen großen hier unten und dann haben wir hier noch den kleinen Get-Off-Sektor. So, weiter geht's. Wir haben nämlich Krieg und der gewinnt sich ja nicht von alleine. Also das waren so Dinge, ne, die wollte ich euch zeigen. Construction complete. Station under attack. Situation log updated. So, und an der Stelle muss ich leider mal Cut machen, Jungs und Mädels. Bis gleich. So, für mich ist die Pause also doch ein ganz kleinen Tick länger geworden. So ein, zwei Tage lang. Für euch hoffe ich nicht. Und deswegen machen wir einfach mal direkt weiter. System Survey complete. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben hier eine Flotte, okay, die bombardiert. Wir haben eine Transportflotte, glaube ich, schon. Ja, die haben wir sogar schon im Orbit, sehr schön. Grekel Prime hat ausgebaut, die können jetzt Schlachtschiffe bauen. Das finde ich super wichtig auf jeden Fall. Die Schlachtschiff-Werft, die erforschen wir gerade erst, ne? Ich habe das Zirban-System erkundet, da muss ich mich auch gleich mal drum kümmern. So, 240 Tage. Aha. Senken diese Werften eigentlich auch die Konstruktionszeit? Ich glaube nicht, oder? Obwohl, 30 Tage, 60... Hier geht das alles so glatt auf. Ich muss mal gerade nachgucken, sorry Leute. Zerstörer, doch 60 Tage. Korvetten dauern hier 38 Tage. Warum? Hängt das mit der Raumhafenstufe zusammen? Mal gucken, ne? Auf YouTube. Bauen wir eine Korvette 43 Tage, das ist Raumhafenstufe 3. Hier, das ist Raumhafenstufe 4. Das hängt mit der... das wusste ich nicht. Dann sollten wir unsere Raumhäfen auf jeden Fall, also zumindest die wir bauen, auf denen wir bauen, sollten wir unbedingt ausbauen. Ja, ne, die Baudauer wird verbessert auf jeden Fall. Okay, krass. Das wusste ich wirklich nicht. Ist ja cool. Okay, gut, dann knallen wir erstmal die Verbesserungen überall rein, wo das relevant ist. Ja, gut, dass mir das mal auffällt irgendwann. Viel später. So, und dann haut das nämlich auch mit den Zeiten besser hin, ne? Bisher waren die ja immer so ein bisschen ungleichmäßig, ne? Da haben wir dann nicht Zerstörer irgendwie in der zu einem ganzzahligen Bruchteil der Zeit, ganzzahliger Bruchteil, gibt sowas, zu einem runden Bruchteil der Zeit von einem Kreuzer bauen können und so weiter und so fort, ne? Sondern da gab es immer so ein paar Tage Abweichung.
Na, wo ich mir dachte, nee, kann ja eigentlich nicht sein, aber doch, klar, kann sein. Okay, cool. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen sogar. So, dann bauen wir hier auf jeden Fall erstmal ein paar Schlachtschiffe. Ja, erstmal so drei gebe ich mal locker einen Auftrag, ne? Dann sind die 2 Jahre beschäftigt hier. So, okay. Cool. Sowas nicht geplant. Das Konstruktionsschiff in Figisa ist fertig. Achso, hier das Forschungsschiff hat noch zu tun, oder was? Was macht denn hier? Oh ja, die haben noch ein paar Befehle. Ach, die sollen hier unten gleich weiter erkunden und so weiter und so fort. Ne? Fliegen dann hier rüber irgendwie. Machen hier so ein bisschen Unsinn, Quatsch, irgendwas. Was erkunden die hier unten? Ach, Hamkat. Okay, gut. So viel dazu. Trümmer, da ist auch schon ein Forschungsschiff dran. So, hier haben wir noch ein Konstruktionsschiff. Das hat allerdings nichts zu tun, kann deswegen auch zu einem Raumhafen zurückkehren, mit seiner Wahl, nach YouTube scheinbar. Okay, gut. Hätten wir das geklärt, können wir uns wieder dem Krieg hier widmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn die Zinn hier irgendwie mit einer Flotte rüberkommen. Flottenstärke ist noch unterlegen. Hier könnten sich auch einmischen. Das Popma-System. Na, gucken wir mal. Da scheint unser Forschungsschiff gerade fertig zu sein. Ganz genau. Boah, hier haben wir echt noch ein bisschen was zu tun, ne? So, dann gehen wir hier rum. Achso, nee, mach mal erstmal nur die beiden Systeme. So, um den Krieg wollte ich mich hier kümmern. Richtig? Richtig. So, okay, die sind fertig bombardiert, sehe ich das richtig? Ja, okay. Einmal angreifen bitte, landen in Uan Voss. Da warten wir, bis die... Invasion, so heißt das Wort, losgeht. Und dann fliegen wir hier weiter nach Epsilon Indi mit der First Fleet. So, da geht's los. Jetzt müssen wir nicht mal bombardieren. Ja, das sollten wir hinkriegen. Wir können ja so ein bisschen mal gucken zwischendurch. Ja, Unmengen von Armeen, ne? Aber unsere Klonkrieger, die machen das. Oh, wer seid ihr denn? Die Srakon Chroniclers. Oh, okay. Ach, da unten haben wir jetzt neue, was sind das für welche? Hüter des Wissens. Die sind fanatisch, materialistisch, okay. Ja, das haben wir alles schon mal gehört. Wir sind die Srakon Chroniclers. Und ihr seid das Ork-Imperium, bitte. Seid gegrüßt, ein wahrlich gutes Treffen. Bleibt unserem Herrschaftsbereich fern. Sonst bedeutet das euren Untergang und so weiter. Wenn ihr uns jetzt bitte entschuldigen mögt, wir haben ziemlich viel zu tun. Ja, dieses Treffen ist wahrlich ein Segen, sage ich einfach mal. So. Okay, und dann musst du die jetzt hier zurück, ne? Und genau aus solchen Gründen wollte ich da eigentlich nicht so viel machen. So, jetzt muss ich erstmal suchen. Pop mal, wo war denn das? Hier unten, glaube ich, ne? Ja, die haben zugemacht hier irgendwie. Unser Schiff ist jetzt scheinbar ganz verschwunden. Okay, schade. Die machen einfach ihre Grenzen für alle dicht. Die sind Hüter des Wissens. Was heißt denn das? Ach, das ist auch so ein gefallenes Reich, oder wie? Ja, stagnierende Herrschaft. Klar, da steht's ja. Dann können wir den Handelsabkommen anbieten irgendwie. Was weiß ich hier? Achso, Forschung hätte ich natürlich gerne getauscht. Ja, Forschungsabkommen. Finden die nicht so gut. Gegen Sternkarten. Das müssen wir auch voll gut finden. Ne, irgendwie nicht so. Da
kann ich wahrscheinlich auch nichts mit Ressourcen machen, ne? Nee. Selbst wenn ich denen all meine Mineralien gebe. Nope, nope, nope. Nichts zu machen. Okay. Gut zu wissen. Also da unten haben wir noch ein gefallenes Reich an dem Rand hier irgendwie. Ja, blöd, dass mein Schiff jetzt im Einsatz vermisst ist. Das hätte natürlich hier hinten noch ein bisschen was erforschen sollen. Aber da habe ich ja zum Glück noch eins. Ja, und das muss dann halt hier hinten alles machen jetzt. Ich hätte da gern noch ein zweites Schiff gehabt. Aber das Schiff schien nicht in der Lage zu sein, nach Popma zurückzukehren, leider. Bei Popma haben wir wenigstens vorher noch erkundet. Na gut. Ist halt so. So, kümmern wir uns mal um unsere Invasion hier. Was ist da los? Migrationsabkommen, okay. Hostile Fleet engaged. Upsi, Admiral erlangt Eigenschaft nach ihrer Sensorsuche im Epsilon Indie-System. Da sind wir gerade reingesprungen, ne? Hat Admiral Gatskull Beast gelernt, ihre Einheiten zur Maximierung ihrer Sensorreichweite einzusetzen. Nur wenige Flottenkommandeure verfügen über die Fähigkeit, solche komplexen Manöver durchzuführen. Aufklärer, Situation geworden. Updated. So, hier kämpfen wir noch. Gucken wir mal in die First Fleet. Ne, hier sehe ich das gar nicht, ne? Hier wird es auch nicht irgendwie abgebildet vernünftig. Achso, und hier sind wir direkt in so ein Unterbindungsfeld quasi reingesprungen. Und müssen jetzt halt alles vernichten. Ich hätte gerne die Kampfstatistik eigentlich dazu gesehen. Ja, also man sieht hier, ne, unsere Einheiten ziemlich schwer angeschlagen, aber dafür, dass sie so in Unterzahl waren, alles cool. Also was haben wir hier? Ein Zerstörer, eine Korvette, Feld, Verteidigungsplattform, Raumhafen, Konstruktionsschiff, Transportschiff, alles platt gemacht. First Fleet ist so übermächtig, hat immer noch über 100% Trefferpunkte. Dem Kreuzer hier haben sie tatsächlich die Schilde weggeballert, dem hier auch. Ein Zerstörer, ansonsten keine weiteren Schäden feststellbar im Moment. So, dann gucken wir mal, dann brauchen wir noch eine Transportflotte. Dann nehmen wir ruhig die hier. Kann hier mal direkt in den Orbit einfliegen. So, diese wunderbare Flotte, ja genau, kann da bombardieren. Alles klar, läuft. Wo kommt die? Achso, es sind nur zwei Sprünge, die die Flotte machen muss. Sehr gut. Bei 14% sind wir. Wie viel Prozent brauchen wir eigentlich? 48 ungefähr? Nice. Okay. Die Chino, wer sind die denn hier? Die Zack Locker sind mit drin. Ach, die Coppin Juxi, ne? Die sind, oder? Das sind wahrscheinlich eroberte Rassen hier. Na gut, gucken wir mal. So, 20 Kriegspunkte brauchen wir erstmal von vornherein. Wir haben gerade 14. 9 davon durch Besatzung. Und 4,5 durch Weltraumschlachten. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ne? Die Chino, die überrennen wir einfach gleich mit. Und dann passt das. Auf Crackfang bauen wir auch gerade noch unsere Armeen aus. Da können wir mal gucken. Wie weit seid ihr? Ach du Scheiße, die haben gerade mal 3 fertig gebaut. Na gut, dauert ein bisschen. Dafür sind die Armeen aber auch mächtig. Construction complete. So, was haben wir hier fertig gebaut? Obrium Prime. Den Raumhafen haben wir aufgerüstet. Der ist jetzt also Stufe 6. Ist das richtig? Das sieht so aus, ja. Genau, und damit haben wir hier vernünftige Zeiten, ne? Kreuzer statt 120 Tage auf 96 reduziert, ne? Und wenn wir überall mit den reduzierten Zeiten auf gemaxten Raumhafen bauen, sollte das auch wieder hinhauen. Da haben wir hier halt Vielfache von 96.
statt von 120, ne, also Vielfache von, jetzt muss ich kurz rechnen, von 22,5, kann das hinhauen? Ich glaube von 22,5, ne, statt von 30, weil wir uns einfach 25% Bauzeit sparen. Was haben die denn hier? Die haben hier echt alles ausgebaut, ne? Sind ja krass. Ja, die Außenposten knallen wir denen weg, auf jeden Fall. Mhm. Bevor es hier irgendwie zum Frieden kommt. System Survey complete. Dann flieg doch mal hier weiter. Ja, wir sind hier im Boki-Raum, ne? Dass die noch nicht die Grenzen für uns zugemacht haben, ist auch irgendwie überraschend. Aber es wird schon seinen Grund haben. Ja, irgendwie, ne, unser Imperium ist inzwischen so groß, kann man gar nicht mehr alles im Blick behalten hier. So, hier wollen wir hin. Ist unsere Transportflotte schon da? Ja. Haben wir schon? Ja, haben wir. Das heißt, die können hier direkt ihre Armeen landen. Und dann können wir die First Fleet einfach schon auf die nächste Mission schicken. Sobald die Invasion hier losgeht. Und diese Mission wird vorsehen, hier drüben mal ordentlich einzufallen. Oder wir fangen hier oben an. So, Invasion läuft. Hier auch eine ganze Menge Widerstand. Wir haben leider keine Klonarmeen dabei. Ach so, und wir haben keinen General hier. Ja, das hätte ich natürlich mal machen können, ne? Den Jungs hier den General zuweisen. Jetzt haben die einfach wieder einen Raumhafen gebaut oder was? Construction complete. Enemy planet secured. Ja, und der gehört jetzt zu uns, weil wir ihn besetzt haben. Okay. Shinerock ist fertig, Crackfang sind fertig. Wie sieht das jetzt hier aus mit den Zerstörern? 291 Tage. Ach nein, Quatsch, 48. Oh, bin ich blind. Ja, herrlich. Oh Mann. Fragt mich nicht, was da los war gerade. 48, ja. Ergibt viel mehr Sinn. First Fleet ist unterwegs. Wir müssten hier hinten noch irgendwo noch ein Forschungsschiff haben, oder? Wo ist denn das so lange beschäftigt? Im Pulkor. Station under attack. Nee, das ist falsch, ne? Ach, das hier unten noch in Hamkat. Und fliegt dann erst da hoch. Boah, okay. Alles klar. So, die First Fleet macht hier schon Unsinn, oder? Nee, irgendwo Station under attack. Warum? Wie kommt es dazu? Ja, wir werden das beim nächsten Mal herausfinden. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Achso, nee, Ulm gehört uns komplett. Ja, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir diesen Krieg hier so ein bisschen gewinnen werden, hoffe ich. Ne, wir zerstören denen hier die Außenposten und dann werden wir hier oben ein bisschen angreifen und die beiden Systeme müssten dann auch so in unser Einflussgebiet fallen. Das müsste hinhauen. Macht's gut und bis dann. Habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ciao.